Das ist ja immer das Schöne, der Sinn des Lebens ist, dass du dein momentanes blaues Ich, dein Programm erforscht. Aber dazu musst du wer anders werden, wie der, der du zu sein glaubst. Wir wollen nichts verändern, einfach nur schauen, wie du funktionierst, wie du reagierst, die Vorlieben in jedem Bereich, die Fantasien, die Wünsche, die du hast. Das ist ein ganz individuelles Programm, das deine individuelle Traumwelt ausgestaltet. Und dann die Komplexität, ich habe das tausendfach erklärt. Jetzt gerade zum Beispiel, vorher habe ich ein Gespräch gehabt mit meiner Inge, mit der Rosa, das ist die Putzfrau von der Inge, da habe ich es jetzt einmal zu tun gehabt mit zwei älteren Frauen. Da erzähle ich was ganz was anderes, wenn du hier Inge 77, die Rosa wird so, kann ich schwer schätzen, jetzt vom Äußern, die wird auch so Ende 60 sei, vielleicht im Mannalter. Und das ist jetzt einfach nur schauen. Und dann die Werdung, diese hartnäckigen Werdungen, dieses permanente Verstreuen der eigenen Gedanken um einen herum, Heiko, das ist. Es ist jetzt passiert. Und ich sage, lass mal unangetastet. Erheb dich immer wieder und das ist so hartnäckig, dass diese vielen kleinen Beispiele, ich erwähne noch vom ersten Mal hören, wenn du meinen Gedankengang mitgehst, wenn dir das logisch erscheint, wirst du zeitlich gedacht, bewusst zeitlich gedacht, 15 bis 20 Jahre brauchen, bis du es verstanden hast. Diesen Doppelschritt, dass du immer eins drüber bist. Du Geist, der du mir jetzt zuhörst, du bist der Einzige, der übrig bleibt. Alles andere hat keine Überlebenschance. Und das macht, solange das Programm noch arbeitet, Angst und dann eigentlich doch wieder nicht, wenn man es verstanden hat. Es ist eine frohe Botschaft, es ist mein Evangelium. Und das ist auch bei Zeiten des Loslassen lernen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil es ist, Gedankenwellen sind nicht für die Ewigkeit erschaffen. Und der, der immer ist, kann nicht existieren. Weil ihm immer ist. Was existiert, ist vergänglich. Auch wenn wir das immer zwanghaft wiederholen. Die guten Menschen, um diese Lügen, was ich heute Morgen nochmal reingestellt habe, haben wir im Kleinfeld-Vortrag nochmal unterstrichen. Mit Bilder, echte Bilder. Ein Bild entsteht in dem, denk an die 200 Gramm rote Knete. Alles andere ist Interpretation, Heiko. Das ist so hartnäckig, dieses Interpretationssystem. Wenn du in einem Chat bist, dann hast du einen Namen, dann ist eventuell eine Vorstellung da. Der Gedanke entsteht in dem Moment, wo du ihn denkst. Wie hartnäckig ist in dir noch der Zweite, der dir einredet, du hättest mit dem, was du denkst, nichts zu tun? Und dann im selben Moment auch noch im Hintergrund dir suggeriert, dass die Sachen, die du denkst, auch dann daraus sind, wenn du sie nicht denkst. Und vor allem, wenn du an die Vergangenheit denkst, zum Beispiel jetzt vor deiner Zeit, dass das ja schon war, bevor du es gedacht hast. Wie geistlos ist es zu glauben, dass etwas, was du denkst, schon existiert, bevor du es denkst? Das ist Materialismus. Und es wird dir immer klarer, das sind Wahnsinnige. Und solange du noch parteiisch bist, habe ich doch so oft gesagt, erheb dich über die Tasse, betrachte, wenn über ein Thema diskutiert wird, du kannst jetzt wieder schauen, bist du jetzt mehr Amerika oder bist du mehr Russland? Es spielt keine Rolle, es ist einseitig. Beides ist einseitig. Oder wir gehen einmal das. Was du merkst, ich sage immer wieder, die Figuren in einem Raum sind sowieso bloß alles Zombies. Die sind so, wie man sie ausdenkt. Der Udo genauso wie der Heiko und die Martina. Und alle anderen. Wir, habe ich jetzt gesagt, Singular.